muss hier noch mal ganz kurz mit der Gesundheitsbehörde telefonieren. Sie meinen mit der genau, mit der, ja. Mit der, muss ich noch telefonieren, ja. Einen Moment. Ja, wollen Sie das Telefon hier haben? Ja, Moment, hier ist nochmal der Schlüssel, ich komme dann gleich wieder. Ich telefoniere da hinten. Ach, sowas, ja. So, muss ich erstmal Mathilde anrufen und hi, ach, das kann ich doch nicht. Otkar anrufen. Meine Idee. Ja? Ja, hier ist Doris. Hallo Doris, hier ist Mathilde. Ja, ich möchte gerade Heini befreien, der ist eingesperrt. Siehst du, Otokar, die schafft es auch ohne uns. Aber du hast gar nicht recht, Mathilde, du musst unbedingt kommen. Hä? Warum das denn? Ja, ich will's dir erklären. Du musst kommen, und zwar mit Otokar, und ihr müsst einen Krankenwagen mitbringen. Ein Krankenwagen? Ist denn dort jemand krank? Ja. Nein. Wir müssen einen Krankenwagen mitbringen. Ha, lass mich erklären. Also ein Krankenwagen, das ist dieser Kasten mit den Rädern unten dran. Und ich der ist ziemlich weiß. Ja, okay. Das ist ja immer schon schön. Warum brauchen wir den denn? Ja, das will ich dir doch gerade erklären. Aber vergiss es nicht. Ihr müsst euch jetzt anziehen. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Hallo. Also ihr müsst... Lisa. Ich! Jetzt sei doch mal ruhig. Hä? Also ihr müsst euch so anziehen. Anziehen? Wir sind schwer gezogen. Nein, ihr müsst euch so einen weißen Kittel anziehen. Hä? Wie die im Irrenhaus? Nein, wie die Krankenpfleger und so. Ja, das verstehe ich. Ja, und dann kommt ihr mit dem Krankenwagen hier angetuckert. Weißt du, was ich hier habe? Was? Ein Glas voll mit Buttermilch. Ja. Das ist unfair, jetzt daran zu denken. Ich denke nicht. Gib mir mal bitte Otokar. Ich zieh sie auch. Otokar, du möchtest mal ins Telefon kommen. So meinst du das? Da bin ich mir aber gar nicht überzeugt. Hallo, wer ist da? Hier bin ich, Doris. Wer, Doris? Ja, Doris. Ja, wo bist du denn überhaupt? Ja, Junge, sei doch mal bitte ruhig. Habe ich Mathilde auch schon erklärt. Ihr müsst jetzt unbedingt einen Krankenwagen kriegen. Hä? Ist denn irgendwo jemand krank? Ja, das heißt nein. Ich will es dir auch gerade erklären. Gut. Und dann müsst ihr euch so anziehen wie ein Krankenpfleger und dann kommt ihr hergefahren. Ja, aber woher die Kleider nehmen? Krankenpflegerkleider, hä? Das schafft ihr schon. Ja, stimmt. Dann kommt ihr jetzt zu diesem städtischen Gefängnis. Ihr wisst genau wo. Dürftet ihr eigentlich, wenn ihr nicht dumm seid, was ich eigentlich bezweifeln werde. Und dann. In der Zwischenzeit habe ich den Rest erledigt. Und dann laden wir Heini eben auf als todkranken Menschen. Dann düsen wir davon. Ja, gut. Mathilde, pass auf, pack die Sachen. Hey, wir waren doch jetzt schon wieder weg aus Neuschneeland. Na, erstmal aus dem Hotel, ne? Also tschüss dann, Doris. Ja, tschüss, aber behalt euch bitte, ja? Ja. Ach ja, diese Arbeit im Gefängnis. Kann ich jetzt bitte den Schlüssel haben? Wer sind Sie? Sie. Welchen Schlüssel? Ja, hier sind Schlüssel. So viele Schlüssel. Ja, wir haben nämlich über 500 Zimmer. Ja. Und die sind alle gar nicht so schlecht ausgestattet. Sie von der Besundheit. Genau. Sie brauchen sich da gar nicht so zu tun. Ja, und deswegen möchte ich jetzt die Schlüssel. Welchen? Ja, die zu dieser einen Zelle. Ach ja, zu Mr. Heini Fetchem, ein Ausländer, kommt aus Cobblestone. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das, glaube ich, haben Sie mir schon gesagt, nur so ähnlich. Ja, okay, bitte, hier haben Sie den Schlüssel. Danke, ich werde Sie ja überhaupt. Was überhaupt? Die besonders... Sie Pedantin. Machen Sie mal, dass Sie Ihre Arbeit machen und überhaupt lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Müll. Ja. Tschüss. Hallo, Heini. Hä? Heini. Hä? Hey, Heini. Ich hab den Schlüssel. Hä? Was machst du denn hier? Ja, ich hab eigentlich vor, dich hier rauszuholen. Oh, finde ich ja ganz nett eigentlich. Ja, also komm jetzt bitte endlich mal raus da langsam. Du musst jetzt ein Spiel mitspielen. Ein Spiel? Ich meine, es ist ein schlechter Augenblick überhaupt und so. Nein, du musst jetzt so tun, als wärst du krank. Todkrank. Muss ich das? Ja, todkrank. Und das werde ich deinem Gefängniswärter auch sagen, dass du todkrank bist. Dann wirst du von Otokar und Mathilde abgeholt mit einem Krankenwagen. Ja, ja, und dann, dann sind wir weg. Und das soll klappen. Bist dir sicher? Nö. Danke. Ja. Wir sind da! Doris! Ruhe. Ich muss doch erstmal dem Gefängniswärter alles erzählen. Wieso? Einen Moment, ich geh mal ganz kurz zum Gefängniswärter. Hallo, hier ist der Schlüssel. Ja, ich bin schon da. Was sehe ich denn da? Ein Krankenwagen vor unserem Gefängnis? Das ist wahr. Ich habe die sowieso. Und der Häftling.
Häftling, der hat einen total gefährlichen Virus. Die müssen was? Ein Virus? Ja, den müssen wir sofort da rausholen. Ich habe schon mit der Gesundheitsbehörde... Was? Sie haben schon mit der... Mit der Gesundheitsbehörde, ihr Idioten! Wer war denn das? Ja, die Frau... Genau! Ach so, ist auch unwichtig. Was machen wir jetzt? Ja, wir werden die sofort aufladen und sofort ins Krankenhaus fahren. Ja, aber... Ja. Ja, ich werde das regeln. Wo ist er denn? Ja, ich hole ihn gleich. Hey, kommen Sie mal bitte mit, Frau Gesundheitsbehörde, sowieso. Ja. Helfen Sie mal bitte, ihn anzufassen. Hier auf die Frage. Das will ich tun. Ja, okay. Ja. Ja, da bist du ja jetzt in Sicherheit, Heini. Danke. Habe ich wirklich ein Virus? Ich glaube nicht. Aber Doris, das werde ich dir nicht verzeihen, dass du mich einfach Gesundheitsklöder genannt hast. Also wirklich. Ja, und als das will noch, ich ja... Das noch vor fremden Leuten. Ja, und als will ich auch nicht verzeihen, mir einfach ein Glas Buttermilch zu sowieso. Das war meine. Ich will aber auch ein Stück. Habt ihr wenigstens welche mitgenommen? Ein Stück ist gut, ein Schluck vielleicht. Ja, ein Pfund. Nein, wir haben kein Glas Buttermilch da. Ah, das ist natürlich mal wieder typisch. Du suchst alles aus. Mathilde hat nur 3 Tonnen aus dem Supermarkt geklaut. Hä? Und das Kleid gesteckt, hat man nicht gemerkt. Sehr witzig. War das ein Witz oder war das ernst? Du sitzt drauf. Auf der Tonne, meine ich. Auf eine von den 3 Tonnen. Nein, du, Doris. Ach, ich? Nicht aufmachen! Doch! Ja. Aber 1,5 Tonnen davon gehören mir, dass das klar ist. Hä? Ja. Machen wir doch ein gerechteres Prozent. Ja, ist das viel? Prozentverteilung? Vorsicht, Otto Karl, da in die Kurve! Wie wär's, wenn du mal, etwas anders um die Kurve fährst? Hä? Ja, ich bin ja schon, nicht wahr? Ich hab also wirklich ein Virus. Und überhaupt ein Virus? Wer hat hier ein Virus? Nein, Heini ist mal wieder ein bisschen dumm. Ich würde sagen, wir fahren aus der Stadt heraus. Nee, das sind wir doch schon längst. Oh. ja. Wie wär's, wenn du jetzt mal diese störende Blaulicht ausschaltest? Oder wie es auch immer hier ist. Also ich kann nicht, ich muss fahren. Ich kann auch nicht, ich muss trinken. Okay. Ich kann auch nicht, ich hab ein Virus. Ich bin ja schon. Mann, Heini. Vielleicht wäre es auch noch anders gegangen. Ich muss gleich den Kabel durchreißen. Wenn wir stoppen sollen, dann reißt bestimmt die ganzen Fahrkabel raus, falls es sowas gibt. Macht man das nicht so? Ich würde sagen, wir fahren da hinten den Berg hoch. Was findet ihr? Aber wir sind so schwer. Ich meine, wir sind schwer beladen. Immerhin 4 Insassen für diesen kleinen Krankenwagen. 3 Tonnen Buttermilch. Ich glaube, wir müssen die Buttermilch ausladen. Nee, da schmeiß ich erstmal die Ware raus, Ottokar, okay? Ottokar, wo hast du meinen Schal hingepackt? Du meinst nicht deinen Schal, du meinst deine vielen Schale oder Schals. 5 Stück! Meinst du denn nicht, dass das etwas übertrieben ist, Mathilde? Nein, ich hab schon... Hast du mal meinen Schal gesehen? Nö, den werde ich mir zum Leben, Heini. Hä, was willst du mit 3 Schals? 2, 3, wo ist der Fahr? 4. So was? 6, 5. Tja. 5? Das ist doch etwas zu viel. Was ich bin stark erkältet. Sie sind ja schon kalt in Chitney. Wir sind aber nicht mehr in Chitney. Aber wir sind in Neuschneeland. Und Neuschneeland ist auch kalt um diese Jahreszeit. Ja, das glaube ich. Und ich mit meinem Virus. Das ist wirklich eine Frechheit. Ach, Heini. Heini. Ja, manchmal ist man schon ein bisschen dumm. Ich meine, das Gehirn lässt nach, wenn man ein Virus hat. Nicht, Heini?